Die Coronavirus-Infektion verursacht Atemwegsinfektionen, tiefe Atemwegsinfektionen. Das heißt, wir haben Husten, wir haben Auswurf, Fieber und Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, in seltenen Fällen auch Durchfall. Symptome, wie wir sie von der Grippe auch kennen. Das Gefährliche an dieser neuen Virusinfektion ist, dass der Mensch noch keinen Kontakt zu diesem veränderten Virus hat und dass sich das Virus verändern kann weiter und noch aggressiver werden kann. Bisher haben wir sehr viele milde Verlaufsformen festgestellt im Vergleich zu anderen Coronavirus-Infektionen, SARS oder MERS, die gefährlicher verlaufen sind. Wir haben viele Erkrankungsfälle, aber nicht so schwere Verläufe. Wenn sich das Virus verändert, kann sich auch der Schweregrad der Infektion verändern. Und das ist die Gefahr. Und deshalb müssen wir alles tun, um die Verbreitung dieses Erregers zu vermeiden. Das heißt, wenn es einen Fall gibt, dann muss eine Quarantäne der Personen erfolgen, die Kontakt zu diesem Fall hatten. Das Virus wird durch Tröpfcheninfektion übertragen und durch Schmierinfektion. Das heißt, wenn ich einen Gegenstand anfasse, wo vorher jemand drauf gehustet hat und ich wasche mir nicht die Hände, sondern fasse mir direkt in Augen, Mund oder Nase, kann ich das Virus direkt auf meine Schleimhäute übertragen und erkranke. Bei der Infektion durch Grippeviren haben wir die Möglichkeit, uns impfen zu lassen. Dass die Symptome der Grippeinfektion und der Coronavirus-Infektion sind sehr ähnlich. Aber wir haben bei der Coronavirus-Infektion zurzeit und auch in den nächsten Monaten keine Chance, dass ein Impfstoff zur Verfügung steht. Die Coronavirus-Infektion ist eine neue Infektionskrankheit. Und wir haben gesehen, dass sie sich dramatisch schnell in China ausbreitet. Patienten, die leichte Infektionen haben, haben andere angesteckt. Dieses Unbekannte ist eine Gefahr. Wir wissen, durch den Reiseverkehr ist es sehr leicht möglich, Erreger von einem Kontinent in den anderen zu bringen. Und es gibt natürlich auch Regionen auf der Welt, wo die medizinische Versorgung weniger gut möglich ist als bei uns hier in Deutschland. Und für diese Länder ist das Risiko groß. Für Deutschland ist das Risiko nicht groß. Der Kontakt zu Personen, die an dieser Infektion erkrankt sind oder die aus einem Risikogebiet kommen, was ja vom Robert-Koch-Institut und der WHO ganz klar definiert ist. Wenn wir das vermeiden, dann haben wir uns schon sehr gut geschützt. Die hygienischen Maßnahmen, die wir selbst treffen können, betreffen die sogenannten Basishygienemaßnahmen des täglichen Lebens auch. Das heißt, regelmäßig die Hände zu waschen. Bevor ich ins Gesicht fasse, bevor ich Essen zubereite, sollte ich die Hände waschen. Wenn ich in öffentlichen Einrichtungen war, in öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren bin, komme nach Hause, dann sollte ich mir die Hände waschen. Das ist ein wichtiger Schutz. Die Hustenetikette, das heißt, Leute, die Erkältungskrankheiten haben, sollten in die Ellenbeuge husten und nicht in die lose, also in die offene Hand oder in ein Taschentuch, was sofort sicher entsorgt wird. Beim Mund-Nasen-Schutz ist besonders wichtig, dass er eng anliegt und flexibel ist. Die FFP2- und FFP3-Masken erfüllen eine höhere Schutzfunktion und wir benutzen sie im medizinischen Bereich bei engem Kontakt zu Erkrankten mit bestimmten Infektionserkrankungen. Für den
allgemeinen Gebrauch, um mich als Bürger zu schützen bei Kontakt zu jemandem, der möglicherweise erkrankt ist, reicht ein einfacher Mund-Nasen-Schutz. Ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen kann anstrengend sein. Wenn ich dabei körperliche Arbeit mache, dann ist möglicherweise meine Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Das heißt, ich würde den Mund-Nasen-Schutz wirklich nur tragen, wenn es sinnvoll ist. Und das muss man sich genau überlegen, da muss man sich beraten lassen, warum brauche ich einen Mund-Nasen-Schutz und welcher ist dann der richtige? Das Robert-Koch-Institut hat ganz klare Richtlinien für die Definition eines Verdachtsfalls aufgestellt. Das heißt, Verdacht ist einmal der Kontakt zu einem Erkrankten und auch der Aufenthalt in einem Risikogebiet. Wenn das für mich zutrifft und ich krank werde mit Fieber, mit Husten, dann muss ich mich an einen Arzt wenden. Das kann in der Praxis sein oder das kann im Krankenhaus sein. Wichtig ist, dass ich mich anmelde telefonisch, damit Schutzmaßnahmen getroffen werden können. Wir haben regelmäßig mit Infektionskrankheiten zu tun und sind auch auf pandemische Infektionserreger vorbereitet. In unseren Notfall- und Pandemieplänen ist genau festgelegt, welche Schutzmaßnahmen zu treffen sind. Und die entsprechende Schutzausrüstung steht auch zur Verfügung in den einzelnen Kliniken. Das ist ganz davon abhängig, wie krank der Patient ist. Glücklicherweise sind die Coronavirus-Infektionen in den meisten Fällen, das, was wir bis jetzt kennen, sehr milde verlaufen. Und es gibt einige schwere Fälle. Da brauchen wir zum Teil intensivmedizinische Behandlung. Und wenn der Erreger bestätigt ist, dann bietet es sich an, in Spezialabteilungen diese Versorgung vorzunehmen.